Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie hier alle herzlich im Landratsamt begrüßen, aber mein besonderer Gruß gilt natürlich heute den ankommenden Flüchtlingen aus Afghanistan und aus Indien, die heute alle neun, also auch einschließlich der Kinder, mit hierher gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass nach doch schwierigen Wochen und Monaten wir jetzt in Tröglitz so weit sind, dass wir diesen Schritt gehen konnten. Seit Dienstag sind in Tröglitz insgesamt neun Flüchtlinge in zwei vom Burgenlandkreis angemieteten Wohnungen untergebracht. Und es handelt sich dabei eben um drei Familien, jeweils Vater, Mutter und Kind, von denen zwei Familien aus Äthiopien kommen und eine aus Indien. Aus Afghanistan, Entschuldigung. Am Dienstag sind sie angekommen und uns von der zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt hierher gebracht wurden. Und gemeinsam mit meinen Kollegen habe ich die Flüchtlinge hier im Landratsamt bereits am Dienstag willkommen geheißen, aber auch darüber unterrichtet, welche besondere Situation die Flüchtlinge im Ort Tröglitz vorfinden. Ich denke, das gehört auch dazu, darüber zu sprechen. Meine Bitte an Sie als Vertreter der Medien und auch der Öffentlichkeit ist, wenn Sie nachher die Möglichkeit nutzen, Fragen zu stellen, diese Fragen möglichst nicht auf die Vergangenheit in Tröglitz, sondern auf die Zukunft zu richten. Wir wollen unsere neuen Mitbewohner in Tröglitz nicht verunsichern, sondern wir wollen ihnen ein gutes Willkommen gestalten. Die Ausländerbehörde im Landratsamt des Burgenlandkreises hatte in den letzten Wochen die Unterbringung vorbereitet. Es wurden aus insgesamt 5 Mietangeboten 2 Wohnungen ausgewählt, in denen jetzt eben diese 3 Familien untergebracht werden. Die Ausstattung der Wohnungen ist in einem einfachen Standard. Wir haben im Vorfeld der Ankunft und auch nach der Ankunft der 3 Familien die Kindertagesstätte in Tröglitz informiert und ebenso die Grundschule, denn Sie sehen ja, wir haben hier einen Grundschüler auch dabei, das müsste Sayad Gorbani sein, der bereits im Grundschulalter ist und dann demnächst auch die Grundschule in Tröglitz besuchen wird. Der junge Herr hier an meiner Seite. Wir haben weiterhin die Organisation der ärztlichen Versorgung geklärt, also auch der ambulanten ärztlichen Versorgung, die im Falle von Tröglitz das Klinikum Burgenlandkreis in Zeitz übernehmen wird. Und wir haben diese Möglichkeit auch schon einmal nutzen müssen. In circa 2 Wochen wird dann vor Ort in Tröglitz der erste Kurs, Deutschkurs, ein Erstorientierungskurs stattfinden. Dieser Kurs wird ca. 150 Unterrichtseinheiten beinhalten und etwa 3-mal pro Woche stattfinden. Und wir erfüllen damit auch einen Wunsch, eine Bitte, die unsere Flüchtlinge bereits am Dienstag hier im Landratsamt geäußert haben, nämlich so schnell wie möglich die deutsche Sprache zu erlernen. Meine Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, heute Sie insgesamt über die Situation der Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge und Geduldeten im Burgenlandkreis zu unterrichten. Wir haben im Jahr 2015 nochmals einen deutlichen Anstieg der Zahlen zu erwarten, während wir im Jahr 2013 284 Personen
und im Jahr 2014 606 Personen untergebracht haben, rechnen wir in diesem Jahr mit 1040 Asylantragstellern und 130 Folgeanträgen, also mit rund 1270 Personen, die in den Burgenlandkreis kommen werden. Wir haben bisher mit Stand von heute 426 Personen aufgenommen und haben auch gerade am heutigen Tag wieder einen Transfer von 18 Personen aus der zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt vor uns. Wenn ich die Gelegenheit habe, als kleiner Landrat hier vor so vielen Medienvertretern zu sprechen, dann möchte ich heute auch deutlich machen, dass ich seit den Ereignissen in Tröglitz hinsichtlich der finanziellen Situation unserer Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt, die für die finanziellen Dinge zuständig sind und für die Aufgaben zur Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge zuständig sind, Wesentliches verbessert hat. Sie wissen, dass das Land Sachsen-Anhalt insofern eine Vorreiterrolle einnimmt und den Landkreisen zugesagt hat, die Kosten nach dem Asylverfahrensgesetz für die Betreuung und Unterbringung zu übernehmen. Und es gibt mittlerweile eine Zusage der Landesregierung in Höhe von 8.600 Euro als Pauschale pro Person und Jahr, diese Kosten zu übernehmen und zuzüglich Leistungen bei der Beschulung der Kinder, bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen und für Integrationshelfer zu erbringen. Aus meiner Sicht ist das so, dass das Land Sachsen-Anhalt damit eine Vorreiterrolle deutschlandweit einnimmt. Und weil gerade heute und dann auch in den nächsten Tagen die Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten in Berlin stattfinden, habe ich natürlich damit verbunden auch die Hoffnung, dass der Bund sich intensiver als bisher an der Finanzierung beteiligen wird. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich die wirklich nur freundlich gemeinte Bitte an Sie als Vertreter aller Medien richten, sich auch in die Situation unserer neuen Bewohner in Tröglitz zu versetzen. Es ist uns gelungen, in den ersten zwei Tagen eine gewisse Ruhe in das Ankommen zu erzeugen. Und ich möchte Sie einfach um Zurückhaltung in der Berichterstattung bitten, solange und soweit es sich eben um das persönliche Lebensumfeld handelt. Ich glaube, wir haben mit der heutigen Pressekonferenz einen Schritt getan, der an die Grenzen dessen geht, was Menschen, die aus schwierigen Situationen und in gefährlichen Lebenslagen hierher nach Deutschland gekommen sind, was man diesen Menschen an öffentlicher Aufmerksamkeit zukommen lassen kann. Und ich bitte Sie darum, dies auch in Ihrer Berichterstattung in den nächsten Tagen und Wochen zu berücksichtigen. Wir wollen ja alle einen Erfolg in der Integration dieser ersten neuen Menschen in Tröglitz erhalten. Und dabei haben Sie auch eine große Verantwortung zu erfüllen. Ich danke Ihnen. Zur Initiative Miteinander, Füreinander in Tröglitz ist zu sagen, dass diese aus diesen Ereignissen der letzten Monate in Tröglitz entstanden ist, wo sich Menschen einfach gegen Fremdenfeindlichkeit gestellt haben, sich zum Teil ja auch in der Kirche zu den Friedensgebeten wöchentlich getroffen haben, aber vor allem auch Menschen aus Tröglitz und Umgebung sich zusammengefunden haben, um etwas konkret um Stellung zu beziehen, aber auch um etwas konkret zu tun. Wie das immer so ist, gibt es einen großen Kreis, der das mitträgt, etwa 40 Personen, und einen inneren Kreis, der so die Aktion selber durchführt, auch in den letzten Tagen schon sehr hilfsbereit und tatkräftig mit angepackt hat und einfach guckt, ohne größeres Aufsehen, dass den Menschen geholfen wird. Also so stehe ich wirklich bloß für eine Reihe von vielen Menschen, die sich zurzeit sehr in Tröglitz engagieren. Es gibt nicht nur in Tröglitz selbst die Initiative Miteinander, Füreinander. Wir haben auch viel Zuspruch, Unterstützung und Hilfe erfahren von außerhalb.
Viele haben mitbekommen und ist auch davon berichtet worden von dem ersten Benefizkonzert am 1. Juni, das wir in Alt-Tröglitz im HZ veranstaltet haben. Es wird ein zweites kommen, darauf möchte ich auch ganz besonders aufmerksam machen. Am 21. Juni, am Sonntag, wird Professor Biller kommen aus Leipzig mit hochkarätigen Musikern und wird ein Benefizkonzert veranstalten. Gerade heute habe ich erfahren, dass am 7. Juli der MBC eine Benefizveranstaltung plant, Integration durch Sport. Für den Herbst haben sich Menschen angekündigt. Also wir sind sehr froh, dass wir in diesem kleinen Ort Tröglitz, vergleichsweise kleinen Ort Tröglitz, auch Unterstützung von außen erfahren, die sich mit solchen großen Veranstaltungen, die auch eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen, sich darin äußert. Aber auch viel Unterstützung, die man gar nicht so wahrnimmt. Wo Menschen uns anschreiben und sagen, wir stehen hinter euch, wir sind für euch da und unterstützen euch. Wo Menschen anrufen und sagen, wir bekommen mit, was in Tröglitz los ist und wir freuen uns darüber, dass jetzt auch die ersten Gäste da sind und hoffen, dass dort die Integration gelingt. Wir sind angewiesen auch auf diese Unterstützung, die über den Ort und auch über den Landkreis hinaus geht, denn es ist dort viel zu tun und gerade durch das, was im Vorfeld geschehen ist und die große Medienaufmerksamkeit, glaube ich, ist es auch wichtig, das hier zu benennen und all denen, die auch weit im Land diese Arbeit in Tröglitz unterstützen, an dieser Stelle auch mal Danke zu sagen. Ich habe nicht allzu viel dazu zu sagen, aber es gibt eine Geschichte dazu. Am 4. Dezember 2014 hatten wir eine Ortschaftsratssitzung und da wurde uns bekannt gegeben, dass eventuell Asylbewerber kommen. Und an diesem Tag habe ich einen Entschluss gefasst, trotz der Diskussion, die wir hatten. Ich wollte und werde ein Pate sein. Das ist ganz einfach in meinen Gedanken so weitergeführt worden. Die Zeit des Wartens, die Zeit des Bangens ist jetzt vorbei. Und jetzt sind die Leute da und ich persönlich freue mich darüber, dass es ganz einfach so weit gekommen ist. Es gibt natürlich doch ein paar Bedenken und ein paar Anmerkungen dazu. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ein Blick über den Tellerrand kann sehr bereichern. Und das haben viele von uns Tröglitzern noch nicht getan. Wenn ich dann denke an das Wort der Mutter Teresa, dass Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, die schlimmste Armut sein kann, das bringt mich zum Nachdenken. Und ich habe gedacht, es müssen genügend Helfer da sein und Helfer sind eigentlich nicht genügend da. Deshalb brauchen wir die Leute, die sich dafür integrieren. Wenn zum Beispiel eine staatliche Institution mit ihrer Kraft am Ende ist, dann muss ganz einfach dann das Förderprogramm dieser Paten greifen. Und das wäre dann die kluge Idee, sich immer mehr zu finden und zu sorgen. Das macht doch der Initiativkreis ganz gut. Ich sage zum Beispiel so, wir brauchen keine Demonstration von rechts oder von links. Wir brauchen keine Anfeindungen. Wir brauchen keine Gewalttaten. Wir brauchen Menschlichkeit. Wir brauchen Verständnis. Wir brauchen Toleranz. Wir brauchen helfende Hände. So, das sind die Grundsätze, die ich verfolge und will mit meinen Familien, die ich zu betreuen habe, will ich so umgehen, dass der Weg denen für eine Integration ermöglicht wird. Ich bin immer wieder gefragt worden, warum denn nun Menschen in Tröglitz die Leute aufnehmen, sich darum kümmern als Paten, dass sie in Privatwohnungen vermittelt werden. Ich denke, das ist ganz einfach, weil die Menschen nur sind, weil sie Hilfe brauchen, weil es absolut liebenswürdige Menschen sind, die unsere Anteilnahme brauchen. In den letzten Wochen, Monaten sind selbsternannte Patrioten auf die Straße gegangen, um das christliche Abendland zu verteidigen. Urchristlich, das möchte ich deutlich sagen, ist, für die Weisen da zu sein, das ist biblisch, und den Flüchtlingen zu helfen. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und ich möchte vor allem sagen, das merke ich jetzt auch an diesen beiden netten, lieben Familien, teilen macht reich und nicht ärmer. Wir können uns die Angst in Deutschland sparen, denn die Flüchtlinge bringen viele wertvolle, gute Sachen. Sie bringen Geschenke mit. Sie bringen eine neue Dankbarkeit für kleine Sachen mit, die wir als Deutsche leider oft verlernt haben, weil wir wohl offensichtlich blind vor Wohlstand geworden sind. Sie bringen eine Herzenswärme mit und auch eine neue Lebenskreativität, das Leben anzupacken, weil sie etwas erreichen wollen. So wie viele von unseren Landsleuten vor 20 Jahren nach Westdeutschland gegangen sind, um kreativ was aufzubauen, kommen nun andere kreative Menschen herbei, die ihr Leben anpacken wollen, die etwas aufbauen wollen, die auf jeden Fall als Menschen eine Chance verdient haben. Und was uns Deutschen vielleicht auch gut tut, sie bringen eine ganz andere neue Lebensfreude mit. Gestern waren meine beiden älteren Töchter mit den beiden Familien spontan einkaufen gegangen im Ort
Und sie sind die ganze Zeit eigentlich lachend durch den Ort und durchs Geschäft gegangen. Wir können eine neue Lebensfreude geschenkt bekommen, die wir uns als Deutsche öfters auch so wünschen. Einfach über das Kleine dankbar zu sein, um mit den Menschen gemeinsam eine Gemeinschaft aufzubauen. Viele jammern über Einsamkeit. Wir bekommen eine neue Gemeinschaft geboten, haben Menschen, die uns Familiengemeinschaft und herzliches Miteinander vorleben. Und das ist das Entscheidende, dass wir menschlich miteinander umgehen. Zwei Fragen. Erstens, hat Halberstadt die Leute ausgewählt, die nach Brügels gekommen sind? Oder hat die Gemeinde oder der Kreis eine Mitsprache gehabt? Und zweitens, müssten wir natürlich mit etwas gerne über den Hintergrund erinnern. Muss ja nicht in alle Feinde essen. Also Halberstadt hat das ausgewählt, wie das üblich ist. Dafür ist die Zentrale ja zuständig. Und ich kann nur sagen, dass es Flüchtlingsfamilien sind. Ich kenne jetzt bloß die afghanischen Familien, die zwischen 60 und 88 Tagen unterwegs waren und schlimmstes Leid dabei erlebt haben und die aus unmittelbarer Not geflohen sind. Herr Ulrich, Sie haben sie nie recht auf dem Deutschlandfunk. Aber, ja okay, also... Sie hat mir mal gesagt, Sie hätten sie ausgesucht, aber das ist nicht der Fall. Sie haben die quasi nicht vorher die Flüchtlinge darauf vorbereitet, auf was für eine Situation sie stoßen werden und was für einen Ort sie kommen werden. Also wir haben natürlich mit der zentralen Aufnahmestelle im Vorfeld darüber gesprochen, auch über die Situation in Tröglitz, und wir haben die Flüchtlinge im Vorfeld, also mit der Ankunft über die Situation in Tröglitz unterrichtet und sie darüber aufgeklärt, bevor sie nach Tröglitz kam. Hätten Sie Nein sagen können, die Flüchtlinge? Ja, natürlich. Also wir waren auf alles vorbereitet. Ja, gibt es jetzt erhöhten Polizeischutz im Dorf nochmal durch die Ankunft der Flüchtlinge? Also über das Sicherheitskonzept wollen wir nicht öffentlich sprechen, damit das auch funktioniert. Ich habe gesagt, als man Ihnen die Vorgeschichte des Mordes eigentlich dann geschildert hat, was waren die Reaktionen? Die waren sehr gefasst und sehr nüchtern, und im Ergebnis des Gespräches habe ich auch viel Dankbarkeit gespürt, dass wir so offen auch miteinander umgegangen sind und die Frage, dort nicht unterzukommen, hat sich dann nicht gestellt. Journal 24, die Akzeptanz von Flüchtlingen hängt ja auch mit den Schicksalen zusammen, die wir hier kennenlernen in Deutschland. Können Sie denn etwas mehr noch zu den Hintergründen sagen, also die Familie aus Indien, warum sind die jetzt nach Deutschland, warum sind sie nach Deutschland gekommen, warum sind sie jetzt hier, ist klar, vielleicht noch was. Also ich denke, die grundsätzliche Bereitschaft der Flüchtlinge oder Einzelne ist ja da, dazu etwas oder überhaupt etwas zu sagen, oder? Okay. Also wir wollen Dinge, die jetzt im Asylverfahren von Relevanz sein können, natürlich hier nicht darlegen. Das ist ja auch verständlich, weil die Flüchtlinge teilweise ja ihre Verfahren noch gar nicht begonnen haben. Andreas Jüri, Österreichischer Rundfunk. Haben sich die Flüchtlinge gefreut, wenn sie jetzt da zu einer Pressekonferenz so eingeladen werden und präsentiert werden? Auch das haben wir im Vorfeld besprochen und jedem die Frage gestellt, ob er sich das vorstellen kann. Wir machen ja hier eine Gratwanderung zwischen dem, was man der einzelnen Person zumuten kann an öffentlicher Aufmerksamkeit, und dem, was wir tun sollten, um das öffentliche Interesse an der Situation in Tröglitz auch zu erfüllen. Wir haben die Pressekonferenz bewusst hierher ans Landratsamt nach Naumburg verlegt, in der Hoffnung und eben auch mit der Bitte, dass wir danach in Ruhe und ohne diese öffentliche Wahrnehmung in Tröglitz miteinander die nächsten Wochen und Monate verbringen können. Nur eine Nachfrage dazu. Was war dann trotzdem der Grund, die Familien zur Pressekonferenz mitzunehmen? Deshalb sagen Sie selber, es ist gerade gewesen, gerade die Entscheidung ist ja sehr ungewöhnlich. Was war der Grund? Also was erhoffen Sie sich dadurch? Na, wir erhoffen uns davon, dass einerseits Ihre Informationswünsche gedeckt werden und andererseits Sie jetzt nicht in dieser großen Dimension, wie Sie hier sind, dann in den nächsten Tagen und auch Wochen vielleicht bis in die Wohnung versuchen, Informationen zu bekommen. Deshalb haben wir auch entsprechende Vorkehrungen in Tröglitz getroffen,
Wir wissen ja aus den unzähligen Anfragen, die von Ihrer Seite in den letzten Wochen gekommen sind, dass eben die Frage, wann kommen die Flüchtlinge, woher kommen die Flüchtlinge, eben sehr groß war. Und wir haben versucht, damit einen Mittelweg zu begehen, einerseits Tröglitz von dieser, den Ort selbst, von dieser Medienaufmerksamkeit etwas zu entlasten und andererseits ihre Informationsbedürfnisse zu erfüllen. Noch eine Nachfrage. Sind die Flüchtlingsfamilien ganz freiwillig mitgekommen oder haben Sie sie etwas dazu angehalten? Ich habe sie in keiner Weise angehalten. Ich habe jede einzelne Familie nochmal gesondert gefragt, ob sie dazu bereit sind. Und von jeder kam ein ausdrückliches Ja. Ein freudiges Ja. Das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, die... Können Sie sich erlauben? Bitte? Die können Sie sich meiner Meinung nach erlauben? Ja, natürlich. Also aus meiner Sicht, ich habe Sie so verstanden, dass es keine Probleme damit gibt.